Willkommen zu meinem Massagesalon. Ich weiß doch nicht, ob man das so nennt, ehrlich gesagt. Massagesalon, ist das ein Wort? Ich weiß, dein Rücken tut weh und deine Beine schmerzen vom ganzen Danny Jazz Video schauen. Und ich will es wieder gut machen. Ich will es wieder gut machen, weil ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich meine, du schaust meine Videos und bekommst dadurch Rückenschmerzen. Ich fühle mich sehr schlecht, deswegen habe ich mich entschieden, meinen eigenen Massagesalon aufzumachen. Und ihr dürft reinkommen, und zwar kostenlos. Das heißt, egal welche Schmerzen du bekommen hast durch meine Videos, keine Sorge, hier werden sie wieder wegmassiert. Es könnte ein bisschen wehtun, aber eine Massage schadet niemand. Eine Massage macht sogar ziemlich viel Spaß. Also bist du hier genau richtig. Nur eine Bedingung gibt es für eine kostenlose Massage. Und zwar, du musst unten kostenlos abonniert haben. Ansonsten... keine Massage für dich. Diese Frau dort, die war einer meiner Zuschauer. Okay, wir sollen... oh, nice. Oh. Ich dachte, das ist Massagesalon. Habe ich das falsche Spiel gestartet? Ich glaube, ich habe... ich glaube, ich habe das falsche Spiel gestartet gerade. Warte mal ganz kurz. Okay, stopp. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gelogen. Es ist eigentlich kein Massagesalon, es tut mir leid. Ich wusste es aber selbst nicht. Ich habe gelogen, ohne zu wissen, dass ich gelogen habe. Spa-Master, nein, das ist das richtige Spiel. Aber ich wusste nicht, dass wir bei uns Brüste vergrößern. Okay. Hi, Sir. Oh, das ist einer der Zuschauer, den kenne ich. Der heißt Robert. Nein, danke. Lass uns einfach... was? Ach so, ja, den habe ich weggeschickt, weil der hat nicht abonniert. Und deswegen, ja, ihr müsst es verstehen. Ehrlich gesagt, ich wollte keine Werbung schauen, aber das war so ein hartnäckiger. Okay, was haben Sie für Probleme? Oh, Alter, hier gibt es ziemlich viel zum Fleischhalten. Okay. Wie kann ich... oh Gott. Ja, Fingernägel machen wir bei uns auch. Für die weiblichen Zuschauer, an die müssen wir auch denken. Dann lass mal sehen. Oh, oh, das ist befriedigend. Alter, das ist befriedigend, der Job. Wir machen ihre alten Fingernägel weg. Und jetzt können wir ein Aussehen nehmen. Wir nehmen die Katze. Yep, bei Wieso auch nicht. Damn, das ging schnell. Oh. Wow. Gefällt's dir? Sie hat gesagt, oh my gosh, das heißt sowas wie, wow, ich bin so bezaubernd. Ich bin die beste der Welt. Spa Master. Wo, oh. Du willst was sauber machen? Ich meine, ich könnte für Werbung schauen. Ich kaufe erstmal Werbung weg, weil ich habe keine Lust auf Werbung. Es wird zu anstrengend. Sehr gut. Ja, für dich könnte ich Werbung schauen, aber ich habe keine Lust, Werbung zu schauen. Ich habe schon genug Werbung geschaut. Außerdem habe ich das Werbung weggekauft, was bedeutet, ich habe echt keinen Bock drauf. Sparschwein. Oh Gott, ich habe doch Werbung weggekauft. Was soll das? Wir können hier sogar alles verändern, wenn wir wollen. Zum Beispiel Dekoration. Ja, das ist eine tolle Dekoration. Lass uns weiterspielen. So, wer ist der Nächste? Hallo, ich bin hier, um Leute zu massieren. Okay, wir massieren ihr Gesicht. Oh, die nächste Spalte wird freigeschaltet. Hier gibt es einiges auf jeden Fall, was wir tun können, wie wir unsere Kunden... oh, okay. Ich bin gerne Masseur. Vielleicht soll ich wirklich Masseur werden. Oh, sind wir nicht eher sowas... oh Gott, das hat geknackt. Alter, das hat dir gefallen. Gott, das hat dir gefallen. Was zum Teufel? Geh hier hin. Und... oh, oh. Oh. Das war brutal. Aber sie freut sich. Damn. Ich glaube, ich habe irgendwas gut gemacht. Vor allem, das fühlt sich halt einfach richtig geil an, wenn es so knackt. Wieso kommt Werbung? Ich habe gerade 3 Euro gezahlt für keine Werbung. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Du willst eine Handmassage oder meinst du Rückenmassage mit Händen? Ich weiß noch nicht genau, was sie will, aber ich werde dir vertrauen, dass du wissen wirst, was du willst. Oh, okay. Fangen wir an. Also, oh, okay. Gefällt dir das? Okay, du magst es anscheinend sehr. Was auch immer das für Geräusche sind. Wieso kommt Werbung? Ich hab Geld bezahlt, um Werbung zu entfernen. Und es kommt trotzdem Werbung. Und das mitten in der Massage. Was? Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Was für eine Verarsche. Jetzt massiere ich sie intensiver, weil ich bin sauer. Und ich lasse meine Wut jetzt in meinen Händen raus. Okay. Sie machen echt krasse Geräusche. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich bei einer Massage bin, ich mache nicht solche Geräusche. Wenn ich ganz ehrlich bin, aber... okay. Jeder ist da anders. Mhm. Ich weiß, ihnen gefällt... oh. Ja, okay. Oh Gott, ich glaube, sie genießt es ein bisschen zu sehr. Also, ich sollte ihnen vielleicht mal sagen, das ist kein... das ist ein Massagesalon. Hier kann jeder rein, deswegen... diese Geräusche... nice. Was? Oh, Öl. Oh. Okay. Oh, nice. Okay, das hat dir gefallen. Ich meine, irgendwo muss ich das Kompliment sehen für mich selbst, dass ich gut bin. Ich bin der beste Masseur der Welt. Ich check das nicht. Ich kann es nicht checken. Ich habe Werbung weggekauft. Diesen Artikel hast du bereits, habe ich doch gesagt. Ich habe den Artikel bereits. Nein, ich will keine Werbung schauen mehr. Ich habe die Sorte voll. Oh Gott, Tag 2 haben wir geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. Also kommt jetzt Werbung? Nee, ne? Niemals im...
Oh mein, ich kann das, ohne Scheiß, das ist so eine Hardcore-Verarsche gerade, ne? Das ist so eine Hardcore-Verarsche gerade, ich bin so wütend. Der Typ braucht eine Gesichtsmassage schon wieder, oder ist es was anderes? Nein, ist es dasselbe. Das, oh, okay. Okay, erstmal wollen wir das hier, knacken wir. Oh, oh, yeah. Oh Gott. Hat dir das gefallen? Ich glaube, ihr hat das gefallen. Oh Gott! Nein, stopp, stopp! Das ist I! Alter, warte, ich mach mal ganz schnell. Ganz langsam eigentlich. Oh Gott, wieso? Man knackt doch die Finger nicht so, oder? Ganz schnell. Gefällt ihm das? Gefällt ihm das, Bro? Dir gefällt das? Wow. Dir gefällt das einfach. Okay, ganz langsam, die größten Schmerzen der Welt. Ich glaube, ihm gefällt das. Alles klar? Ja, genau. Mach ich auch immer, wenn ich verzweifelt bin und nichts zu sagen habe. Ja, gib mir dein Geld. 675 für eine Massage, wow. Wow, also für dich habe ich gerne Werbung. Hier ist eine Katze bei mir. Ich meine, ich weiß tun. Schon wieder da an derselben Stelle. Wir massieren jetzt eine Katze. Okay. Wie soll ich dir helfen? Diese Dinger. Ja, ich kenne die Teile. Die saugen irgendwie so die Haut auf. Ich weiß nicht, für was die sind. Aber ich glaube, die sind auf jeden Fall ganz interessant. Genau, dann entfernen wir sie, wenn es Zeit wird. Und, entfernen. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht ist aber nicht gut, ne? Das war's? Ich habe eine Menge Geld bekommen für dich auf jeden Fall. Ja, und eine Menge Werbung. Danke auf jeden Fall. Ich soll wieder ihre Brüste verbessern, natürlich. Da sind sie bei mir genau richtig. Wir sind zwar im Massagesalon, wir haben aber auch Brustvergrößerungsgeräte. Wenn sowas, ohne Scheiß, wenn sowas gehen würde, ich will gar nicht wissen, wie viele Frauen das tun würden. Ich meine, im Endeffekt müssen die meisten Frauen Silikon benutzen oder was auch immer die alles benutzen. Also, sowas ist Jackpot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt, aber machen wir mal. Oh Gott, meine Güte. Die zu groß. Oh, das passt nicht zu ihren Beinen. Die Relation passt nicht. Oben ist zu groß. Unten ist zu klein. So, das passt nicht. Ich fand, vorher sah besser aus. Ohne Scheiß. So, kein Kommentar. Frag den Typen. Der weiß es auch. Oh, was ist bei Ihnen los? Sie will sauber machen. Aber nein, sorry. Sorry, Dory. Tag 3. Okay, jetzt kommt Werbung. Vielleicht kommt ja ein bisschen weniger Werbung dafür, dass ich mir das gekauft habe. Kommt jetzt Werbung? Bitte nicht. Oh mein Gott. Vielleicht hat es jetzt funktioniert. Oh, hi, Lady. Was wollen Sie? Ist schon wieder VIP. Gott. Nein. Hallo. Nächster. Hi, Sebastian. Was? Du magst meine Videos mega? Kein Problem. Dir gebe ich eine kostenlose Massage, Bro. Ich meine, du kannst bezahlen, aber das sehe ich dann erst Spende. Auf jeden Fall nicht für die Massage bezahlen, okay? Oh. Nicht für die Massage bezahlen. Nur, könntest du bitte... Wow. Oh, okay, yeah. Das ist komisch. Das ist wirklich komisch, wenn du das tust. Das ist wirklich komisch. Lass es bitte sein, okay? Meditation willst du machen? Da sind sie bei uns auch genau richtig. Ich meine, Massage ist ja sowas ähnliches wie Meditation. Entspannung pur, liebe Frau. Entspannung pur. Pop bad feelings. No bad thought. Was? Ach so, Lust. Naja, eher bösartig. Ah, böse Gedanken. Ich verstehe. Die bösen Gedanken entfernen wir. Ja, das geht bei Meditation. Vertrauen. Vertrauen muss drin sein. Sweet. Okay. Ehrlichkeit. Awesome. Vertrauen. Wie positiv bist du gerade? Sehr positiv, so wie du aussiehst und wie du im Gesicht aussiehst, auf jeden Fall. Wow. Meditation ist echt gut. Solltest du machen. Frag ihn, der weiß Bescheid. Alter, hast du Augenbrauen? Skincare. Na, dann wollen wir mal deiner Haut helfen. Eine neue Partie wurde eröffnet. Beziehungsweise ein neuer Raum, den ich noch nicht kannte. Gott, was ist bei dir los? Machen wir... Oh, okay. Das ist befriedigend. Okay, danke. Danke! Was jetzt? Oh, Achso, eine Maske im kompletten Gesicht. Ah, ich sehe schon. Tolle Maske. Sehr tolle Maske. Hast du eigentlich eine Glatze? Oh, da ist die Maske drauf. Sehr schön. Entferne die Maske. Oh, das fühlt sich geil an, muss ich aber sagen. Ich meine, ich habe in meinem Leben schon mal sowas benutzt, so eine Maske. Also es ist quasi die Haut zu reinigen, wofür eigentlich alle Masken sind. Und das Abmachen ist das Geilste. Das Abmachen ist wirklich das Beste. Ich habe diesmal Werbung geschaut, um einen neuen Raum freizuschalten. Ah, schon wieder da. Oh, Nadeln. Oh Gott. Autsch. Scheiße, tut mir leid. Hierhin. Okay, zum Glück habe ich mehrere Versuche. Gehen da rein? Okay, anscheinend mag sie es. Ich meine, im Rücken so eine Nadel zu bekommen, ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt.
Richtig? Ich meine, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. In den Armen. Das ist eklig. So Spritzen an Stellen, die so weich sind in der Haut. Aber der Rücken ist meistens bei vielen hart. Sonst würden die nicht zur Massage kommen, wenn er weich wäre. Okay. Wir haben auf jeden Fall alle Punkte erreicht. Wir haben es geschafft. Das war's. Wow. Das war ein einfacher Job. Das war echt easy peasy. Okay, okay. Wir machen bei dir weiter. Was willst du? Schon wieder Hautreinigung? Oh, neuer Raum. Eine letzte Person, okay. Aber nur, weil sie sehr viele Videos geschaut hat. Auf einmal. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Ja, diese Geräusche, ne? Oh Gott, hör auf damit. Wieso stehst du so drauf? Ist es, weil ich das tue? Ist es, weil ich das bin, oder? Ja, okay, ich verstehe. Ich kann es nachvollziehen. Ich meine, natürlich, weil ich es bin, richtig? Deswegen. Oh Gott. Warte mal, gehst du so nach Hause? Du gehst doch nicht so nach Hause, oder? Macht man das nicht ab, dieses Zeug? Was auch immer das sein soll. Aber das war's für das Video. Für mehr davon, lass es noch oben da. Abonnieren kostenlos. Aktiviere die Glocke, falls du abonniert hast. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!